Hier ist unser External Skim Filter. Heißt nichts anderes als, es ist ein kleiner Außenfilter. Und obendran ist noch ein Oberflächenabzug, also ein Skimmer, ein sogenannter. In der Leistungsklasse ist er einzigartig. Der geht für Aquarien von 30 bis 112 Liter. Den kann ich entweder anhängen oder auch mit Schläuchen hinter dem Aquarium stehend betreiben. Alles in der kleinen Box. Und ich zeige Ihnen einfach einmal, was da alles drin ist und wofür man den braucht. Der ist schon mal erstmal komplett befüllt. Filtermaterial ist schon dabei. Hier ist er. Und der ist auch schon vormontiert. Und zwar vormontiert für den Einsatz, den wir auch empfehlen. Und zwar von hinten ans Aquarium angehängt, also ein klassischer Rucksackfilter. Macht aus meiner Sicht auch extrem viel Sinn, weil so kann ich halt die ganze kleine Einheit nehmen und ins Waschbecken tragen und da sauber machen. Hier ist der Skimmer und hier ist der Auslass. Alles ist vormontiert. Wer den noch von früher kennt, der ist jetzt anderthalb Jahre auf dem Markt, da war von Seiten der Kunden so die Rückmeldung, der ist ein bisschen schwierig zusammenzubauen. Hatten die recht und darum haben wir den auch vormontiert. Das heißt, die haben überhaupt keine Arbeit mehr, außer hier die beiden Klipse anbringen. In der unteren Raststellung. So. Clip Nummer 1. Und Clip Nummer 2. Und dann kann ich die komplette Einheit nehmen und hinter mein Aquarium setzen. So. Die Verbinder hier sind aus Silikon. Ich kann sowohl den Auslass regulieren, und einen Filter kann ich immer am Auslass regulieren. Das ist überhaupt kein Problem für die Pumpleistung. Das ist so, als wenn der Filter mehr Last nach oben zu transportieren hätte. Und ich kann hier sehr schön mit dem Kugelgelenk den Auslass variieren. Hier strömt das Wasser ein. Und zwar kann ich mir aussuchen, durch eine kleine Drehung hier, wie viel Wasser oben über den Skimmer, der schwimmt, oder unten über die Filterpatrone eingezogen wird. Kann ich mir ganz, ganz, ganz filigran einstellen. Der Filterkorb an sich, der ist schwimmend. Hier ist ein kleines Luftreservoir. Wie ein Schlauchboot kann man sich das vorstellen. Und ich kann es noch sehr fein einstellen mit dem Silikonring, weil hier in dem Silikonring ist noch ein kleines Loch drin. Und wenn ich das Loch in Deckung bringe mit der Aussparung hier unten, dann habe ich halt den kleinsten Auftrieb. Wir empfehlen am Anfang aber immer großen Auftrieb, das heißt, Loch bitte komplett mit dem Silikonring verdecken. Dann tanzt und schwimmt der auf der Oberfläche und ich kann das ganz genau einstellen, wo der Wasser herzieht. Warum soll ich überhaupt die Oberfläche abziehen? Hat zwei gute Vorteile. Zum einen, ich kriege mehr Schadstoffe in meinen Filter, weil oben an der Oberfläche habe ich den höchsten Gehalt an Eiweißen, Hefen, Pilzen, Algen. Das ziehe ich alles schön sauber. Ich verhindere auch eine Karmhaut, das ist dieser silbrig glänzende Belag oben auf dem Wasser und ich habe auch einen wesentlich besseren Gasaustausch, weil wenn ich keine Karmhaut habe, dann kann halt Sauerstoff und CO2 besser hin und her gehen. Ich habe noch einen zweiten Vorteil, denn wenn ich hier oben sauerstoffreiches Oberflächenwasser abziehe in meinen Filter, funktionieren meine Bakterien einfach besser, weil die halt vom Sauerstoff auch abhängig sind. Jetzt haben wir viel trocken erzählt. Und ich würde vorschlagen, wir schließen den jetzt einfach mal an. Das machen wir live. Und wir haben es andersrum gemacht. Wir werden jetzt nicht dieses Aquarium mit Wasser befüllen, sondern wir haben ein kleines Aquarium vorbereitet. Das bringt der liebe Uli jetzt gleich mal. Und dann schließen wir den live an. So, hier kommt unser 10 Liter Nano-Cube. Nano-Aquaristik ist ja ein schöner Uli. Ist ja eine super Sache, weil es halt so praktisch ist. So. Wie gesagt, Aquariengröße von 30 bis 112 Liter. Jetzt haben wir gerade mal eben 10 Liter, weil ich einfach nur mal zeigen möchte, wie der funktioniert. Dafür müssen wir das noch einmal so rumdrehen. So. So, die Saugnäpfe kommen ran. Und der Ausströmer, den drehen wir ein bisschen nach hier. Also Nanofilterung auf kleinstem Raum. Jetzt können Sie schon sehen, wie gut der Schwimmer hier oben auf der Oberfläche tanzt, weil der ist halt, der passt sich immer schön der Wasseroberfläche an. Jetzt kommt die eigentliche, die Startphase des Filters. Und zwar ist hier oben mit einem Drehrad
die Filterkammer verschlossen. Hier ist es. Und das füllen wir jetzt erstmal mit Wasser. Das haben wir schon vorbereitet. Und wir haben sogar noch mehr Wasser. So. Hier in dem kleinen Nano läuft jetzt unser Skimfilter. Der ist natürlich von Aquarien bis 30 bis 112 Liter geeignet. Das haben wir nur einfach mal zur Demonstration, wäre auch ein bisschen overdressed. Und jetzt kann man durch Verdrehen das Verhältnis einstellen zwischen Oberflächenabzug und unterem Einzug. Und jetzt ist es eigentlich schon genau, wie es sein sollte. Hier oben läuft eine ganz kleine Wassernase an 2-3 Zinnen in den Filter hinein. Und genauso soll man ihn einstellen. Der läuft sich auch noch besser ein. Sobald da ein bisschen Biofilm angewachsen ist, oben am Skimmer, dann flutscht das Wasser viel besser dadurch. Wasser hat ja eine Oberflächenspannung und dadurch ist es ein bisschen zurückhaltend in der Hinsicht. Und jetzt haben wir den Effekt, wir ziehen die Oberfläche schön sauber und man kann hier auch gut sehen, da sind so kleine Partikel auf dem Wasser, wie die richtig oben vom Filter angezogen werden und wie die in den Filter reingelangen. Und Sie hören nichts. Er ist wirklich leise. Das heißt, das, was Sie hier hören, sind natürlich die Aquarien bei uns im Seminarraum, bei Denalle. Aber das hier ist ein extrem leiser Filter. Den haben wir nochmal modifiziert, damit er wirklich flüsterleise ist. Ich kann den einfach entweder angehängt verwenden, das würde ich so empfehlen, oder aber auch mit den Schläuchen, die mitgeliefert werden und den Anschlussstücken außerhalb des Aquariums betreiben. Schöner, kleiner, kompakter, leistungsfähiger Filter und als einziger in seiner Klasse Alleinstellungsmerkmal mit dem schön einstellbaren Skimmer. Viel Spaß!